So, hallo und herzlich willkommen zu Part 24 und zurück in der Welt der Pokémon. Wir waren hier stehen geblieben beim Intendanten, den wir besiegt haben und somit den Kellerschlüssel errungen haben. Und nun werden wir uns nach unten bewegen und werden auch in den Keller gehen jetzt. Wir haben ja einen Schlüssel dazu. Und ja, wir versuchen Team Rocket so schnell wie möglich zu zerschlagen. Und hoffentlich sieht er uns nicht. Gut. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt endlich Team Rocket zerschlagen. Und dafür müssen wir erst in den Keller gehen, wo wir dann so tolle Schalter drücken dürfen. Mist, das hab ich gespoilert. Ja, egal. Und ja, das wird noch ganz witzig, weil, dass ich die richtige Schalter auf Anhieb treffe, das stellen wir mir mal so hin. Aber ja, jetzt gehen wir erstmal kurz ins Pokémon Center. Werden schnell unsere Pokémon heilen. Und werden dann in den Keller gehen, wo wir uns freuen, dass wir noch gewisse Gegner besiegen dürfen. Und ja, mal sehen, wie es läuft, ne? So, danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Gerne, gerne. Ja, Part 24 jetzt. Und ja, ich hoffe, dass wir den Rocket so schnell wie möglich jetzt besiegen, dass wir dann nicht mehr so lange hier rumgurken, damit wir endlich unseren achten Ufer wieder raus, damit wir endlich unseren achten Arena-Leiterkampf machen können, aber dafür dauert es ja noch kurz. Und wer bist du? Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf einen Typ? Wenn du die Stärken deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Ja, das weiß ich schon. Aber trotzdem bleibe ich die ganze Zeit bei Paul. Drolf. Drolf schickt Magnetilo in den Kampf. Wir schicken Paul in den Kampf. Oh Gott, Magnetilo Level 7. Wie süß, da reicht ja Glut. Echt knuffig. Naja. Und Magnetilo wurde besiegt. Die Attacke ist sehr effektiv. Und wir halten 133 EP. Und das hat ja voll einen Unterschied gemacht bei dem. Und er sagt, ja, okay, nein. Elektroball Level 11 reicht auch Glut. Mann. Naja, passt schon. So wurde besiegt und wir hatten 241 Erfahrungspunkte. Und nun kommt ein Magnetilo wieder in den Kampf. Das werden wir auch mit Glut ganz schnell besiegen. Damit wir endlich in den Keller können. Und im Keller holen wir dann noch so einen Schlüssel, damit wir im Turm wieder nach oben gehen dürfen. Sehr sinnvoll, aber naja, irgendwie musste man das ja, glaube ich, in die Länge ziehen. Naja, passt schon. Magnetilo mal wieder und wir bleiben bei Paul, der wiederum Glut einsetzt und Magnetilo ganz schön auf die Matte schickt. Ja, so sieht's aus. Ciao. Das Tag ist sehr effektiv und wir halten 171 Erfahrungspunkte. Streber Rolf wurde besiegt. Oh, er hat verloren. Gut, und jetzt geht's in den Keller. Hier ist der Keller. Mit dem Kelleröffner wird die Tür entriegelt. Jetzt sind wir drin. Gehen wir nach unten. Und jetzt kommt das, was ich so angesprochen habe. Das komische etwas. Aber vorher kommt da... Nein, Dieter. Stehen bleiben. Ich sah dich und bin dir gefolgt. Hör auf, mir nachzustellen. Ich muss mich um Team Rocket kümmern. Moment, du hast mich schon besiegt, oder? Das war nur Dusel. Ich begleiche meine Rechnung. Shit. Okay, dann werden wir mal gucken, ob wir Dieter besiegen können, der erstmal Goldblatt in den Kampf schickt. Level 30. Endlich mal ein Gegner, der sich ein bisschen mit mir messen kann. Hoffe ich mal. Donnerschlag. Das wird für Goldblatt ganz schön elektrisierend finden. Wortwitz. Und wir erhalten 1098 Erfahrungspunkte und setzt Impergator ein. Na, Impergator, nein. Welchen Level bist du denn? 32. Wir setzen trotzdem Donnerschlag ein. Das ist ja ein Wasser-Pokémon. Das dürfte dir ja ganz schön viel ausmachen. Und Impergator wurde besiegt, weil die Attacke sehr effektiv war. Wir hatten 1440 Erfahrungspunkte und erreichen damit Level 47. Okay. Setzt Alpollo ein. Alpollo mag ich eigentlich nicht so. Aber das werden wir auch noch irgendwie besiegen, indem wir mal Feuerschlag einsetzen, ausnahmsweise. Let it burn.
Und Apollo wurde auch besiegt und wir erhalten 810 Erfahrungspunkte. Und da bleiben noch zwei Stück übrig, in dem Fall Magnetilo. Interessant. Magnetilo auf Level 28. Setzen wir auch wieder Feuerschlag ein, ist auch wieder effektiv. Also ich würde sagen, die hat gegen unser Paul absolut keine Chance mehr. Würde ich jetzt mal glatt so ganz nebenbei mal sagen. Und wir erhalten 534 Erfahrungspunkte, weil also setzt erst Sneebel ein. Sneebel, was ist das eigentlich? Ah, egal, wir setzen jetzt einfach mal Flammenrad ein. Wir werden gleich sehen, was Sneebel ist. Ich glaube, ein Licht oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr wisst, was Sneebel nochmal für eine Art Pokémon war, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Weil der Attacke war sehr effektiv, also muss irgendwas Feuerunverträgliches sein. Gut. Warum? Warum habe ich verloren? Ich habe die stärksten Pokémon zusammengetragen. Ich habe mich so angestrengt. Warum habe ich bloß verloren? Er hat die stärksten Pokémon der Welt zusammengetragen. Magnetilo. Aha. Ich verstehe es nicht. Ist es wahr, was dieser Siegfried erzählt? Dass ich meine Pokémon nicht richtig behandle? Liebe. Vertrauen. Fehlt mir das wirklich? Verhindert diese Mängel, dass ich gewinne? Ich verstehe es nicht. Aber es wird hier nicht enden. Nicht jetzt, nicht deswegen. Ich werde meinen Traum, der weltbeste Trainer zu werden, nicht aufgeben. Dann gib ihn lieber mal auf, weil ich werde der beste Trainer hier. Es ist mir egal, wenn du dich verläufst. Du tauchst hier auf, du bist nur ein Opfer. Opfer! Okay, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wie war das mit den Schaltern nochmal? Ist denn. Wenn wir das mal mit den Schaltern noch irgendwie hinkriegen im Kopf, ich bin hilft, aber. Ich glaube, ich weiß die Kombination, auf die man machen muss. So. Ach Gott, ein Ratzfratz. Feuerschlag. Passt schon. Und Ratzfratz müsste. Ja, ist besiegt, ist ja klar. Paul erhält 328 Erfahrungspunkte und Team Rocket Ripple wurde besiegt. Du glaubst, du bist cool, hä? Ja, das bin ich. Guck mich doch nur mal an. Kann ich eigentlich nicht mehr. Öffne einen Rollladen und ein anderer schließt. Ich wette, du bekommst nicht so weit, wie du es dir vorstellst. Ich glaube auch nicht, dass ich diesen Rollladen jetzt richtig hinkriege, aber... Immer positiv denken. Und ein Slimehawk, wow. Auch nur auf Level 23. Okay, setzen wir Flammenrad ein. Das dürfte eigentlich für dieses schleimige etwas hier reichen. Hat gereicht. Flammenrad wurde besiegt. Wir hatten 772 Erfahrungspunkte. Und setzt wiederum Smogon ein. Wir bleiben bei Paule. Der ist gerade zur guten Fahrt mal wieder. Und setzen nochmal ein Flammenrad ein. Und ich würde sagen, langsam wird es Zeit, dass ich mal wieder was anderes mache. Müsst ihr jetzt nicht verstehen, was ich damit meine. Nee, Quatsch, ich werde nämlich mal wieder ein Banjo machen. Hier, und Banjo wird dann auch mal wieder hochgestellt. Ist das lange her, dass Banjo hochgeladen wurde. Damit werde ich morgen, glaube ich, mal wieder ein hochladen. Ja, damit wir da auch mal wieder ein bisschen weiterkommen. Naja, und Ratzfatz ist mit dem Flammenrad mal das auch besiegt. Yep, und weiter geht's. Rocketrippy wurde mal wieder besiegt und wir erhalten 1000. Ich habe nur noch einen Rüb übrig. Uff, wir sind von Rollladen verwirrt. Ich verrate dir ein Geheimnis, wenn du mich besiegst. Werde ich dich besiegen? Die Frage ist in meinen Raum gestellt. Ich denke schon. Schickt's Morgon in den Kampf. Level 24. Wir schicken mal wieder Paul in den Kampf. Auf Level 47. Ja, wir sind gut. Und Smogon ist auch besiegt. Wir haben immer noch keinen einzigen Kratzer abbekommen, nicht mal bei Dieter. Und das ist irgendwie, ja, ich glaube, wir sind gleich überlevelt mit Paul. Passt schon. Slimehawk, du bekommst auch ein Flammenrad auf deine schleimige Hülle draufgeschmissen. Und ja, jetzt werde ich in diesem Part noch die Rollläden versuchen richtig zu öffnen, weil ich glaube, die Kombination habe ich noch ein bisschen im Kopf. So, ich weiß. Wenn das stimmt, dann gucke ich, ob ich das hinkriege und dann wird dieser Part leider auch schon zu Ende sein. Dann werde ich mich im nächsten Part beeilen, dass wir dieses Let's Play endlich fertig bekommen. Fischer, war es ausgeschaltet, einschalten? Ja, machen wir das mal so.
Anlauf und dann noch den Einser. Ja, und wenn wir das gemacht haben, machen wir noch den hier. Und dann gucken wir mal, ob der Weg frei ist. Ja, gucken wir mal, ob man irgendwie da durchkommt. Also da ist schon mal offen, da ist wieder ein Trainer für uns. Ist da unten, ist glaube ich jetzt auch offen. Naja, gucken wir jetzt einfach mal, indem wir weitergehen und gucken, ob wir bis zum Ende kommen. Sie haben das Projekt abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Ich suche nach Überresten der Beute. Der Beute, du elender Dieb. Hat zwei Pokémon und schickt Vulcano in den Kampf. Diesen Kampf machen wir jetzt noch schnell und gucken dann, wie es aussieht, ob wir da durchkommen mit dieser Kombination, die ich eingegeben habe. Und dann ist dieser Part zu Ende. Also 12 Minuten lang. Machen wir mal 12 Minuten Part draus und dann passt das. Vulcano wurde besiegt. Wir halten Erfahrungspunkte, sind Level 48. Und Smogon, das kennen wir ja mittlerweile schon. Da reicht ein Flammenrad, um es zu besiegen. Flammenrad. Und ciao. Und Flammenrad, Treffer und das übliche. Und ja, wir sind gut. So.